Lopez im Sattel von Lorenzo. Lorenzo, noch relativ jung, dieser Lord Locksley Sohn, 10-jährig. In Odense haben die beiden in dieses Jahr im Mai bei der Drei-Sterne-Tour Grand Prix und Spezial gewonnen. Und zwar den Grand Prix mit 73%. Wunderbar kadenzierte, ausdrucksvolle Trab-Traversale, sehr schön fließend, sehr schön kreuzend, gut dabei in der Anlehnung. Das fand ich schon mal hier einen starken Start. Dabei hält er gut die Balance und dann kommt er wirklich zu diesem Schwingen durch den Körper in der Trabverstärkung. Also insgesamt bisher eine wirklich gute, ausdrucksvolle Trabtour. Guck mal, das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Passage. Mit viel Bewegungsdynamik durch den Körper. Ja, da hat er, glaube ich, relativ gebraucht, bis er dann wirklich zur Dehnung kam. Also die Schritttour war nicht das Highlight, da war der Trab, glaube ich, von der Qualität her deutlich besser. Im Schritt nicht so richtig schön losgelassen im Rücken, nicht ganz so klar im Viertakt, wie man sich das im Optimalfall vorgestellt hätte. Super hier wieder Piaf Passage, das liegt ihm, das ist sein Ding. Wunderbar, aus der Schulter heraus, ganz locker nach vorne. Starke Runde, die beiden, starkes Paar. Es sieht doch, denke ich, alles danach aus, als ob die beiden dazugehören werden in Rio. Das ist schon wirklich sehr gute Qualität, die wir hier sehen. Er ist schon etwas Championatserfahren, das sage ich so, weil er bei den jungen Reitern bisher zweimal Europameisterschaften geritten ist.
kleine Pirouetten sehr deutlich, fast schon etwas zu sehr vorne rausgehoben. Da muss er aufpassen, dass der Bewegungsfluss darunter nicht leidet. Super. Ja, Piaffe schwer für uns hier zu beurteilen. Das konnte man nur erahnen. Und jetzt aber nochmal mit wahnsinnig viel Dynamik die letzten Meter in der Passage. Also, meine Herren, ganz, ganz.